Ist das Prinzessin Leia? Ich weiß gar nicht. Ich kenne sie irgendwie vom Gesichtszug her. Ich glaube ja. Okay. Ja, Leia. Hier müssen reichen. Kennt sich hier jemand mit Maschinen aus? Ja, ich. Sie gehen mit mir. Fleet hat ein Verteidigungssystem. Irgendwas, um das Imperium aufzuhalten. Aber der Sturm hat Energierelais in der Stadt beschädigt. Bis sie repariert sind, können wir gar nichts aktivieren. Wir teilen uns auf, reparieren die Relais und danach treffen wir uns am Palast. Klar. Dass sie uns schon so krass vertrauen, dass die Prinzessin einen von uns vom Imperium mitnehmen, das ist krass. Imperiale Verstärkung sammelt sich in diesem Sektor. Wir können sie stoppen, aber sie müssen diese Relais reaktivieren. Ja, man. So, wir spielen mal wieder ein, hier muss alles sicher sein. Einen speziellen Charakter, was man leider nicht in der Ego-Perspektive spielen kann. Finde ich immer noch doof. Aber gut, wir müssen da durch. Wir spielen Prinzessin Leia. Hier bleiben. Bei mir ist es sicher. Und wieder mal herzlich willkommen bei Star Wars Battlefront 2. Genau, die zwei Überläufer sind jetzt auf der Seite der Rebellen. Das ist ganz gut. So haben wir vielleicht doch noch eine Chance. Der Inferno-Trupp hält nämlich nichts und niemand auf. Falsche Richtung. Was muss ich tun? Hallo, du da. Tschüss. Warum läuft deine Zeit ab? Ist das die Zeit, wo wir die Knarre hier benutzen können? Das verschafft uns Zeit. Warum? Warum kann sie die Knarre nur zeitweise benutzen? Ist die Knarre so schwer, dass Prinzessin Leia das nicht hinbekommt? Oh, schon wieder falsch. Was muss ich denn tun? Shuttles im Anflug! Imperiale Truppen kommen! Och nö, Dell verteidigen. Ey, die haben aber auch echt keine anderen Missionen hier drin, außer irgendwelche Säcke verteidigen, Mann. Gehen zum zweiten Relais. Wir bleiben in Kontakt. Ja, ich bin ja schon dabei. Einen Moment, das geht nicht so schnell. Ihr seid doch vorhin in die Richtung abgehauen. Warum seid ihr jetzt wieder da? Lala, da 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 da. Oh, Sole Mio. Wir ballern hier alles weg. Und das ist schön und gut. Denn das Imperium ist kacke. Das Imperium ist kacke. Headshot um Headshot. Zahn um Zahn. Und das den ganzen Tag. Prinzessin Leia ist am Start. Das war mein Gedicht an Prinzessin Leia. Ein Gedicht, welches sich in keinster Weise gereimt hat. Aber wie ihr bestimmt im Deutschunterricht gelernt habt, ist das gar nicht vonnöten, dass sich ein Gedicht reimt. Es muss einfach nur Kacke sein. Jeder von euch kann ein Dichter und Denker werden. Ich meine, wir sind hier im Land der Dichter und Denker. Von dem her, werdet ein Dichter und Denker, wenn ihr das wollt. Ey, der hat mich geschlagen. Man schlägt keine Frau. Alter, hör auf. Ich bin eine wunderschöne Prinzessin. Ich war etwas in die Jahre gekommen, aber ich bin wunderschön. Erstmal Granate werfen und hier nochmal. Oh. Achso, Schild, alles klar. Genau das wollte ich. Das gute alte Schild. Das wollte ich. Oh! Bam, 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 bam. Ah! Angriff. Prinzessin Leia rettet das alles, regelt hier alles. Die anderen, die haben hier gar nichts drauf. Können wir den nicht einfach in so ein Schild packen? Können wir tatsächlich. Cool. So, der hat das Ding jetzt auch mittlerweile gehackt. Das finde ich super. Ja, das war's. Jetzt funktioniert's wieder. Was denn überhaupt? Was denn? Was funktioniert? Hä? Dell, rede mit mir. Ich bin deine Prinzessin, Mann. Wie gespannt er einfach so nach vorne läuft. So.
Ich hab gar nichts am Hut. Ich sag einfach mal gar nichts, was ich hier gerade gemacht habe. Muss ich jetzt da lang? Sieht so aus. Es sieht so aus. Was heißt denn hier falsche Richtung? Dann lauf vor, Mann! Was tut er? Was muss ich tun? Mission. Super. Hier, oben rechts. Alle Missionen sind abgeschlossen. Was? Muss ich da noch irgendwas aktivieren, oder? Muss ich nach da? Ja! Das Relais erreichen. Perfekt. Ja, bis wir alles wieder zum Laufen gekriegt haben, kann Fried das Imperium nicht aufhalten. Ey, wir sind Profischützin. So, aber wir müssen einfach hier weiter. Die machen das hier schon. Die ganzen Rebellen. Feindlicher Kampfläufer. Ich brauche hier sofort einen Bomber. Bestätige, Hoheit. Gehen Sie in Deckung. Ich bin in Deckung. Los, knallt ihn ab! Ja! Oh, ich bin ein bisschen außerhalb der Deckung. Aber er ist tot. Perfekt. Aha. Schön. Schön. Das Imperium lässt nicht nach. Ja, die Rebellion aber auch nicht. La 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 la. Tschüss. Ich brauche Zeit. Ich muss zugeben, im Gegensatz zu Luke Skywalker ist Prinzessin Leia ziemlich geil zum Spielen. Wollte ich nur mal gesagt haben. Das macht sogar Spaß, mit der zu daddeln. Ach, ich kann durch mein Schutzschild selbst nicht schießen. Ich bin gut. Ich habe es super platziert. Da kann man ruhig mal klatschen. Ich habe das Geschütz super platziert. Also, Geschütz sage ich schon. Das Schild. Das Schild habe ich super platziert. Oh Gott, jetzt nochmal dahin laufen, ernsthaft. Ja, jetzt kommt gleich erstmal hier wieder Bombenattacke und so weiter. Was? Warum? Ich gehe doch dahin, wo ich hin muss. Mann, jetzt schieb mich nicht außer... Jetzt schieben die mich einfach raus aus dem Schlachtfeld. So ein Mist hier aber auch. Super. Hier kann ich laufen. Der Weg hier wäre nicht möglich gewesen. Nein. In keinster Weise. Ich brauche hier sofort einen Bomber. Bestätige, Hoheit. Gehen Sie in Deckung. Detonator, Deckung! Boom, boom, boom! Boom, ja! Und nochmal den ganzen Schmarrn hier machen. Ja, wir heben unsere Ärmel nach oben, weil wir es können. Transporter kommt. Das Imperium lässt nicht da. Du, 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 du. Bam, 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 bam. Das Ding ist praktisch unter Wasser. Ich brauche Zeit. Oh, er braucht Zeit. Die brauchen doch irgendwie alle immer Zeit. Und Zeit ist das Einzige, was wir nicht haben. So, der ist down. Black Hawk oder White Hawk down. Besser gesagt, die sind ja alle weiß. Voll rassistisch und so. Ja, eskortier mich. Wer eskortiert mich? Irgendwie eskortiert mich niemand. Voll die schlechten Leibwachen hier. Da sieht man mal wieder, wie unwichtig ihre Prinzessin für sie ist. Sie sind dran, Del. Los geht's. Och nein, nicht schon wieder verteidigen. Och nein. Schlechte Nachricht. Bitte nicht. Och nein. Können nicht zu ihrer Position zurück. Beschäftigen Sie sie und bleiben Sie am Leben. Nach dem Ionenimpuls sind Sie sicher. Verstanden, Prinzessin. Oh nein! Ernsthaft! Ich habe so langsam echt das Gefühl, dass sie hier keine anderen Missionen eingebaut haben, als irgendeine Scheiße zu verteidigen. Warte, was für ein Ding ist das?
Tschüss. Ja, es hat funktioniert. Ich weiß zwar nicht was, aber es hat funktioniert. Du brauchst, glaube ich, mal wieder Schutz. Das kann ich einrichten. Schild ist online. Ich bin auch immer online. Ich mach musikalische Streams, La 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 la. Dabei bin ich eigentlich null musikalisch, aber egal. Ohrenkrebs für alle, kostenlos hier zum Abholen. Wer will, wer hat noch nicht? Zum Schutz von Naboo einen Ionenimpuls eingerichtet, der jede Bedrohung außerhalb des Palastes ausschaltet. Finde ich gut. Das hört sich gut an. Jede Bedrohung außerhalb des Palastes. Also auch die Bevölkerung. Halten Sie möglichst lange die Stellung. Ey, diese Typen hier, das sieht immer aus, als hätten die eine Maske auf. Sowas muss ich tun. Verbleibende Verbündete. Muss ich zum Palast? Ach, ich muss schon wieder verteidigen. Ernsthaft? Kennt das Spiel noch was anderes als verteidigen? Zurückfallen, Leute! Lenkt sie ab! Ey, wie soll man das denn schaffen? Ich hab hier ja nicht mal genau, was ich hier machen soll. Mal wieder. Wahrscheinlich muss ich mich jetzt so krass zurückfallen lassen, damit ich in den Palast komme oder so. Ich hab keine Ahnung. Oh, das war ein Kamikaze-Flieger, das habe ich genau gesehen. Das war Opa Rudolf. Los, runter. Das war Opa Rudolf, der Kamikaze-Flieger. Das habe ich genau gesehen. Gesehen habe ich das. Beschützt den Palast. Ja, immer den Palast schützen. Bla, bla, bla. Scheiß auf die Prinzessin, immer den Palast schützen. Palast kannst du ja auch nicht einfach wieder aufbauen oder so. Nee, das geht nur mit der Prinzessin. Die Prinzessin kannst du auf jeden Fall wieder aufbauen. Vor allem dieselbe, die man schon vorhin hatte, kriegt man einfach wieder. Vom Schwarzmarkt. Zumindest ihre Gedärme. Wenn wir tot sind. Und die Feinde unsere Gedärme abkratzen, um sie zu verscheffeln. Die Sicherheitsprotokolle sind überraschend komplex und veraltet. Wir geben ihnen Zeit, wird aber nicht viel sein. Keine Sorge, Prinzessin. Es wird reichen. Was? Ach, leck mich doch. Ach, leck mich doch. Oh, jetzt bin ich schon wieder hier. Oh Mann, ich will nicht mehr verteidigen, ich hasse verteidigen. Können die sich nicht alleine verteidigen? Ich bin die Prinzessin, ich sollte von meinem Palast aus Befehle geben. Ich falle zurück, leckt mich alle. Wie läuft's da drin? In Arbeit, die Sicherheitsprotokolle sind... Och Mann, jetzt schieben sie mich noch weg. Ich bin die Einzige, die hier was macht und die schieben mich weg, diese Drecksäcke. Keine Sorge, Prinzessin. Es wird reichen. Tschüss. Alle Mann, die Treppe rauf. Los! Hier, diese Waffe ist ihr zu unedel. Deshalb kann sie die nur ein halbes Stündchen tragen. Ich bin nämlich die Prinzessin. Prinzessin, der Impuls ist gleich bereit. Na, mach mal. Wir haben nämlich bald keine Deckung mehr. Danny ist doch voll der Lutscher. Mach mal schneller. Ich bin Digga. Bereit. Wir haben zu viele Drucker an unserer Position. Der Kampfläufer ist zu viel. Leite Detonationssequenz ein. Rein in den Palast.
Ab in den Palast, meine Freunde! Und tschüss! Haben wir noch einen schicken Erfolg? 30G, Hochadel! Boah, das sieht schon hammergeil aus. Oh nein! 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 Scheiß Rebellen! Ihr habt ihn getötet! Ihr Schweine! Sieht aus, als hätten wir gewonnen. Oh, hallo, Hoheit. Gute Arbeit war das. Aber das erwarte ich auch vom Inferno-Trupp. General Calrissian hat's euch also gesagt. Sie haben dieser Allianz eine Menge Schaden zugefügt. Ja, das stimmt, Ma'am. Und das ist unentschuldbar. Ich habe gesehen, was Sie tun. Sie sind nicht einfach nur auf der Flucht vor dem Imperium. Die Sache bedeutet Ihnen etwas. Stimmt. Wir kämpfen schon unser ganzes Leben. Wir haben zu spät erkannt, dass wir die ganze Zeit für die falsche Seite gekämpft haben. Der Krieg ist längst nicht vorbei. Besser zu spät als nie. Wir möchten euch helfen, wenn wir dürfen. Wegen Leuten wie Ihnen besteht weiter Hoffnung für uns. Und wegen der Hoffnung werden wir auch siegen. Willkommen in der neuen Republik. Danke, Ma'am. So, wir sind nun offiziell Rebellen. Ja!